Schönen guten Morgen, ein herzliches Horrido und willkommen hier vom Dreistellenhof. Ihr seht 5 vor 7. Wir schauen jetzt als erstes mal nach, wie es den Tieren geht. Das machen wir hier natürlich einmal so. Wir sehen, wir brauchen Stroh. Ja, Gras können wir nicht einfüttern. Haben wir sowieso keins. Wo sollten wir es her haben? Und können sie nicht einfüttern. Wir schmeißen eben nochmal 2 Strohbällchen nach, damit es den Tieren wieder so weit gut geht. Wie viel Milch hat sie schon wieder angesammelt? Auch schon wieder 36.000. Also schon wieder 2 Anhängerladung, also das läuft. Wir haben aktuell 87 Kühe, ne, da werden wir auf jeden Fall dann nochmal holen, nachher vielleicht so einen Anhänger voll, einfach mal schauen. Aber als erstes, wie war das mit Wasser? Ja, Wasser kann auf jeden Fall auch rein. So. Oh, wieso war denn die Tür die ganze Zeit auf? Oh, ist das kalt hier drin. Ich werde irre. So, dann bringen wir schon noch ein bisschen Wasser hin. Und dann geht es direkt gleich los. Um 7 Uhr macht das Gartencenter ja auf, glaube ich. Also es hat sowieso auf, aber jetzt mal so. Ne? Und dann fahren wir da ein bisschen Mist zum Gartencenter und vielleicht 1-2 Wagen Gülle zum Pferdehof. Obwohl das, wie gesagt, finanziell nicht wirklich viel bringt. Aber Geld ist Geld. Was er wahrscheinlich eh gefrieren wird hier. Minus 6 Grad haben wir nämlich. Boah. Aber wenn die Kühe Wasser wollen, sollen sie Wasser kriegen. So. Ach, den Anhänger können wir auch erstmal hier stehen lassen jetzt. Schnell wieder ins Warme. Obwohl, so viel wärmer ist der Trecker ja auch nicht. Das Gatter öffnen. Boah, kann auf jeden Fall noch 2 rein. Ach, wir bringen einfach mal 3 rein. Wenn dann bleibt einer liegen, der wird dann später genommen.
So, ja, jetzt sieht's gut aus. So, ich werde es aber trotzdem jetzt nochmal eben gleich ein bisschen heller machen, weil das ist, glaube ich, fürs Video doch ein bisschen schöner. Dunkelheitsvideo hatten wir ja vor kurzem erst. Ups, da wollte ich gar nicht hin. Also, wir müssen raus aus dem Trigger. Ah, hier mal vielleicht 9 Uhr oder so. Das sieht ja schon ein bisschen besser aus. Tiere waren ja versorgt. So, wie sieht es da jetzt aus? Ja, da ist alles in Ordnung. Wie gesagt, Kraftfutter holen wir dann morgen. Das dürfte für heute noch auslangen. Gras, wie gesagt, kriegen wir eh keins rein. Da verbraten sie jetzt noch das, was da ist. Wasser sieht gut aus. Ja, das ist alles schick. Dann geht das jetzt an das Mist verkaufen. Im Winter ist beim Gartencenter ja gerne mal Mist immer mal so ein bisschen gefragt. Wie gesagt, bringt uns natürlich nicht viel Kohle, aber besser als nichts. Und Mist haben wir, glaube ich, alle immer genug. So viel kriegen wir immer gar nicht auf die Felder drauf. Ja, du schiebst schon hinten rein. Haben wir ihn an? Ja. Ist der Trecker jetzt zu so schwach auf der Brust oder was? So, und dann fahren wir zum Gartencenter und gucken jetzt einfach mal, was er uns für den Mist gibt. Ja, neue Pflug ist da, haben wir in der letzten Folge gesehen. Ach, an sich ist es auch Quatsch, da rumzufahren. Ein klein bisschen gepennt, kommen wir am Baum vorbei. Ja, gerade mal so. Fahren natürlich hier vor dem ehemaligen Schweinestall lang. Ja, wie gesagt, schauen wir mal, was er uns gibt für den Mist. Ist ja immer ein Qualitätsmist. Na, da kann er ruhig auch schon mal. Ich glaube, ich bin völlig ab vom Wege. Für den guten Qualitätsmist kann er auch schon mal was raustun. Ich bin mal gespannt.
Oh ja. 2000. Besser als nichts. Komm, holen wir noch eine. Dann sind wir nämlich wieder im Plus für heute. Dann haben wir für den heutigen Tag wieder im Plusbereich. Dann können wir uns nachher sogar mal ein Brötchen kaufen. Ich bin doch schon wieder weit ab des Weges. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Wird schon passen. So, wie viel Mist haben wir denn eigentlich? Ja, ach, 111.000. Da können wir auch noch zweimal fahren, glaube ich. Wird ja über den Winter jetzt auch wieder neu produzieren. Ich denke mal, dieses Jahr haben wir ja schon Mist ausgefahren. Das heißt, wir brauchen erst im Herbst wieder Mist. Und ich denke mal, bis zum Herbst wird er dann auch schon gut nachproduziert haben. Und ich meine, das ist ja natürlich Kohle, die sonst flöten geht. Bringt ja nicht viel, das jetzt aufzubauen. Ach, jetzt hat der Schnee aufgeladen, oder was? Super, ich glaube, ich kann mit dem Schnee fahren. Das wäre ja auch was. Da können wir super gut den Hof reinigen, fällt mir gerade. Müssen wir gleich probieren, wenn wir den leer haben. Das versuchen wir gleich mal. Leider noch keine Möglichkeit gefunden, Schnee zu verkaufen. Aber ich habe rumgefuhrwerk, aber das geht leider nicht. Das ist technisch unmöglich. Also jedenfalls für mich. So, dann machen wir es voll. Jetzt rollt der. Und ja, der Trecker ist natürlich jetzt nicht der stärkste, das ist klar. Komm. Also für alle, die. Ich fahre gerade rückwärts, ne? 98. Da komm. Da stoßen wir einmal richtig zurück. Na komm, fahren wir mit den 98 los. Was soll der Geiz? Ich hätte eigentlich noch eine andere Möglichkeit angedacht, hier den Hof von Schnee zu befreien. Zeige ich euch dann auf jeden Fall auch noch. Ja, jetzt im Prinzip schon zeigen, weil ich weiß gar nicht, was die kostet. Ist unter diverses, müsste die glaube ich sein. Ja, hier 5000 und in der Miete 440. Das ist nämlich eine. So eine Fräse, die aber eigentlich, wie ihr seht, auch Schnee kann. Die wollten wir auf jeden Fall auch noch aus. Ich fahre schon wieder falsch. Nochmal Pennig. Ich meine, ja, klar tue ich das, aber. Muss die Schneefräse nämlich gleich auch nochmal mieten. Dann probieren wir die nämlich auch nochmal aus. Aber wenn das natürlich auch mit diesem Wagen funktioniert, das ist ja dieser Autolotwagen, der ist saugenial.
findet ihr bei Mottos. Der ist ja von, wenn mich jetzt nicht alles, ich glaube Moppy 87, hoffe ich. Sehr geniales Gefährt jedenfalls. Also wie gesagt, so eine Autolot-Funktion kann man auch optimal benutzen, um Ställe zu entmisten und so. Ja, über Realismus kann man jetzt wieder streiten, ganz klar, aber es ist auf jeden Fall angenehmer, als hier 30.000 Liter Mist alles mit der Schaufel zu verladen. Es geht wesentlich schneller und so ein bisschen, denke ich mal, sei da gestattet. Wer da jetzt absolut nicht mit umgehen kann, sagt, das ist total unrealistisch. Gut, der muss es ja nicht nutzen. Das ist ähnlich wie mit dem automatischen Ballensammelwagen. Mal raus. Na, zum Mieten reicht es noch nicht so ganz. Ich glaube, 500 hatten wir gesagt, ne? Ah, ja, gut. Aber wir probieren es jetzt klar auf dem Hof erstmal hier mit. Optimal, oder? Oh, gar keine Schneefräse, geht optimal damit. Gucken, wo wir den Krampf abgeladen oder wo wir den in die Walachei kippen, damit er uns nicht stört. Wie gesagt, cool wäre es, wenn man den verkaufen könnte. Ja, ich weiß, Realismus pur, aber da komme ich klar, da hinten tun wir ihn hin. Ich glaube, da stürzt keinen so extrem. Ja, optimal. Optimal, möchte ich sagen.
Ja, schön. Doch, super, gefällt mir. Geht damit also auch. Und da werden wir des Schnees natürlich schnell Herr. So, dann denke ich aber, dass wir für diese Folge wieder zum Ende kommen. Ich werde noch ein bisschen weiter Mist verkaufen. Das heißt, Nico, wir fahren auch eben einmal Gülle weg. Dann habt ihr das auch noch mal gesehen. Lass mit dem mal eben kurz hier stehen. Dann fahren wir noch mal eben einmal gemeinsam die Gülle weg. Puh, ist das kalt. Vorbei. Machen wir die noch mal eben voll. Und dann donnern wir noch mal eben zum Pferdehof hoch. Und gucken, was uns das bringt. Das ist natürlich jetzt auch 18.000 Liter. Ist natürlich in der Summe auch nicht so viel, was dabei rauskommen wird. Und so rasend viel Kohle zahlen die halt auch nicht, aber das ist ja auch in Ordnung, dass die Gülle da jetzt nicht irgendwelche Fantasiepreise hat. Gesehen? Bisschen langsamer fahren. War der jetzt schon hier oder war das der nächste? Ich glaube, war hier, ne? Doch die nächste gewesen. Egal.
So, dann gucken wir mal, was die raus tun für die 18.000 Liter Gülle. Wie gesagt, wirklich viel wird es garantiert nicht werden. Können wir aber schon mal eben gucken. Also wir warten erstmal, was es gibt und dann gucken wir gleich nochmal nach Pferde, ob es ihnen gut geht. Ja, 900 Euro. Haben oder nicht haben, aber Riesenaufwand wäre es nicht wert. So. Na, geht's euch gut? Fupp. Ja, guck, er nickt. Na klar. So, hier ist ja Biogasanlage. Wenn wir irgendwann auch nochmal gucken, ob wir die nochmal irgendwie mit nutzen, aber aktuell gab es da noch keine großartige Einsatzmöglichkeit. Kommt aber irgendwann sicherlich auch mal. So, dann würde ich aber sagen, jetzt kommen wir wirklich zum Ende von dieser Folge. Hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch jetzt wie immer einen wunderschönen Tag, Abend oder gute Nacht. Je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Ich hoffe, ihr auch. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Micha. Euch geht's auch gut, ne? Jo.